Moin moin miteinander und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Creativerse mit Tito und dem Drakon. Ja, hallo. Ja. Wie man sieht, unser Glasdach ist noch nicht ganz komplett, aber fast. Und wie man ebenfalls sieht, der Baum, den ich da hinten gepflanzt habe, so knapp am Strand, der ist mittlerweile gewachsen und größer geworden. Der wird gleich geschmückt werden. Das ist aber etwas für gleich. So. Ihr dürft gespannt sein. Genau. Der Drakon ist nämlich insgeheim ein alter Gärtner. Oha. Ich kann nur sagen, Insgeheim. Gurken und Tomaten. Ja, Gurken und Tomaten kann man ganz gut im eigenen Garten anbauen. Zeit ist dafür auch ganz gut gerade. Demnächst auf diesem Channel Genau. Tutorial für den Gartenbau. Wie pflanze ich Tomaten und Oh, du könntest auch ein paar Klicks kriegen. ja, wobei Tomaten pflanzen ist ja nicht so wirklich schwer. Samen Letzt in die Erde feucht halten und ja, nicht zu kalt werden lassen. So Play Bodenfrost Gartenbau. und Nachtfrost, das mögen die nicht. Wer mag das schon? Also in unserem anderen Haus, da ging das mit den Wänden irgendwie viel schneller. Da brauchte ich auch nicht Tonnen an Glas. Ich glaube, wir haben es auch diesmal ein bisschen breiter gebaut. Ja, einiges, einiges weiter. Letztes Mal war es ja wirklich nur so ein Turm. Diesmal ist ja echt eine Hütte. Glas ist schon wieder alle bei mir, ne? Na gut. Also die Forge macht jetzt neues Glas und während die Forge neues Glas macht, machen wir einfach mal irgendwas anderes. Genau. Und zwar, was ich hier vorhatte. Also, aber nicht schlecht, ne? Das ist noch ein kleiner Baum. Also der Stamm ist noch nicht so richtig groß und hier ist schon eine erste Blume. Oh, finde ich cool. So, und wir wollten diesen Baum ja schmücken. Dazu. Warte, ich komm. Mal gucken, wie du ihn schmückst. Da bin ich. Wir haben ja in der letzten Folge einiges aus dem Wald mitgenommen und gefunden. Und jetzt wird so einmal hier, zack, in die Ecke. Das ist eine Königinnenwabe. Und wenn wir die jetzt da so lassen, dann müsste sie sich vermehren und andere Bienenwaben praktisch erzeugen. Vielleicht mal an diese Ecke auch noch. Zack. Ich würde sagen, an jede Ecke kommt eine. Ja, das sieht gut aus. So, einen Bewohner haben wir hier auch schon. Hast du hier Gras dran gemacht? Wollte auch mal was machen. Okay. Aber stimmt, Gras könnte man, ja, wieso nicht? Zack, hier noch ein bisschen Gras. Ja, noch Stern, noch ein bisschen Gras. Zack. Ein bisschen wilder aus. Ja, das sieht gut Ja. aus hier. Der nächste, der kommt, denkt, oh geil, Wein. Genau. Und jetzt noch die Christbaumkugeln. Ja, hast du welche? Warte, was könnte man denn noch hier? Ich glaube, das kann man nicht machen. Nee, das kann man nicht machen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man das hier hin machen kann. Ich dachte, ich gönne dem Baum mal eine andere. Haben die ein Rezept eigentlich? Die Autumn Wood Flower? Das kann ich schon mal hatte. Ich habe noch keins gesehen.
Ich glaube, das ist doch ein schöner Baum jetzt schon. Auf jeden Fall. So, ja, ich überlege, ob man noch irgendwas hier machen kann, aber ich habe nichts im Inventar, was man, glaube ich, nutzen könnte. Außer vielleicht, wenn es schon ein Christbaum ist. Aber ich glaube, mit Feuer sollte man vorsichtig sein, ne? Ja, vielleicht. Ich mache das mal so. Bisschen entfernt davon. Gerade festgestellt, wenn du Feuer ins Gras reinpackst, dann ist das Gras weg. Auch strange. Irgendwie auch logisch, ne? Also. Ja, gut, aber es ist eine Fackel. Also, ja, gut. Bin mal gespannt. Bäumchen, Wachse und so. Gedeih. Hast du jetzt Fackeln außenrum gemacht? Ja, ich wollte mal gucken, dass die Viecher so ein bisschen abhält. So, dass sie nicht im Wassergraben dann Ja. herumwandern. Okay. Mal gucken. Kann man ja auch später nochmal anders lösen. Das ist jetzt nochmal so als Versuch. Hallo Krabbe. So, Ja, wieder im Wald ja. oder unter Tage? Ich würde sagen, lass uns einmal hier am Strand längs gehen und den nächsten Fluss, den es reingeht, den gehen wir einfach mal hoch. Bin dabei. Und auf dem Weg können wir hier so ein bisschen Krabben bashen. Als Norddeutsche ist das uns ja bekannt. Einmal über die Landungsbrücken, da schlägt man schon die ein oder andere Krabbe mal um. Fischbrötchen wollen verdient sein. Genau. So, was ist hier? Nee, das ist das Meer. Ich schwimme mal hier durch. Ah, da ist ein Pixie. Tauchen kann man auch. Nee, Pixie Leafy. Zwei sogar. Alter. Die Leafies bringen diese Sinnef. Güte, ne? Ja, und Sinnef. Also Sehnen oder was, ne? Genau. So, hallo Krabbe. Die Loks immer gerne mitnehmen, wenn du die siehst. Wunderbar für den Ofen. Ja? Ja, brauchst nämlich nur ein. Ja, beim Holz glaube ich auch, ne? Oder nicht? Glaube vier. Deswegen finde ich die Lok so angenehm. Oh Gott. Ich. Herzlich willkommen. Na gut, aber Honig werden wir demnächst wahrscheinlich selber viel haben. Ja. Na gut, aber egal. 45 oder so haben wir in der Kiste, also Wenn es schon mal da ist, genau, nehmen wir mal dann mit. kann man es auch mitnehmen, oder? Genau. Obwohl, du hast ja jetzt auch da einiges verbraten. Schlecht ist es nicht. Hier sind noch Wines. Wines sind auch immer ganz gut. Nehme hier noch ein paar Loks mit. So. Moos. Moos auch. Immer gern gesehen für Fackeln. Ohne Moos nix los. Nix fackellos, genau. Was macht die Krabbe da gerade? Die klettert da gerade am Baum hoch, hast du es gesehen? Nee. Diese Ich kleine hab mich gerade umgedreht. Krabbe da, die ist irgendwie hochgeflogen und jetzt ist sie weg. Hast du gesehen? Jetzt ist sie wieder hier. Das ist ja strange. Jetzt ist sie da. Eine kleine Teleporter-Krabbe. Also bei mir war sie die ganze Zeit da. Das heißt,
Sie wurde bei dir einfach nur nicht dargestellt. Ah, okay. Immer, ne? Oh, Driftwood. Das hatte ich ja auch noch nie. Treibholz. Ah. Ja, genau. Das hatte ich aber auch noch nie. Oh, ein Flüsschen. Oh, ja, Klatsch. Boah, voll hier die den Fluss. Ja, voll die Strömung. So, wollen wir dem mal folgen? Ja, wir folgen mal dem Fluss. Das klingt doch nach einem Plan. Gucken wir mal, in welchen Berg er uns bringt. Pilze, kann man mitnehmen. Hier sind aber echt viele Loks. So. Ja, du holst dir die ganzen Loks. Nee, jetzt ich geh auf die Jagd. Genug. Hallo, Schweinchen. Grillsaison. Ja, Spanferkel. Oh, wo ist denn jetzt der Fluss? Haben wir jetzt wieder aus dem Blick verloren. Hier. Din, din, din. Okay. Ist da schon Schluss? Nee, wieso Schluss? Der Fluss, der geht hier doch längs. Ja, ja. Da soll man eben so nicht hinter dem Berg. Mal ins Wasser, da bist du viel schneller durch die Strömung. Ja, stimmt. Oder ist das nur gefühlt so? Nee, ich, also wenn du laufen würdest, ne? Ja. Hä? Ah, das ist ein brauner Leafy. Ja, Autumn. Herbstlicher. Ah ja, bringt eine Autumn Wood Flower. Interessant. Oh, es wird wieder dunkel. Ach, guck mal. Hier ist wieder, hier, Fernkampf. Handkampfwaffe. Ah. Ja, du kannst die Leute damit bewerfen. Ja, wie viel Schaden kriegen die da? Das weiß ich nicht. Aber ich bin der Meinung, ich habe damit so ein kleines Viech irgendwie mal umgebracht. Okay. So ein, ich weiß nicht, so ein Leafy oder so. Also ich sammle die mal auf. Hier ist die Quelle vom Wasser. Ich dachte ja anfangs mal, dass man die Dinger. Dass man die Dinger einpflanzen kann. Ging aber nicht. So, du bist, ja, hochgeschwommen. Mhm. Hier ist nichts mehr. Da brennt aber was gerade. Wow! Geh weg! Oh, hinter dir. Uah. Ja, jetzt wird's hier langsam gefährlich. Gefahr ist doch dein zweiter Vorname. Oh, manchmal. Bevor du zu Danger Mouse mutierst. Danger Mouse, Danger Mouse. Lübke. Danger Mouse is in the house. Lübke, genau, Schnauze. Lübke, Schnauze. Das ist so geil. Oh, oh Mann, wie lange ist das her? Danger Mouse. Boah. Pff, 25 Jahre? Vierteljahrhundert. Hinter dir. Oh.
Wald ist echt ein bisschen sehr dunkel, ne? Ja, klar, ne? Die ganzen Blätter. So in der Nacht. Genau. In der Nacht ist dunkler als draußen. Hilfe! Hilfe! Herr Drakon, Hilfe! Ich werde es kaputt. Hilfe! Hilfe! Boah, das sind ja voll viele. Die musst du machen, ich habe kein Schwert mehr. Sehr gut. Aber da hinten kann ich mir eins bauen, hoffe ich. Oh. Ist das so ein ja. Crafting-Geschichte? Ich kann sonst eine Crafting-Station aufstellen, ich habe eine bei mir. Ja, das ist ja cool. Das ist gut, weil die ist da, guck mal, da ist so ein ganzer Fluss zwischen uns. Okay. Das wäre cool. Ja. Dann, pass auf. Wer ist er? Ja, super, danke. Bitte. Zumindest ein Woodsword können wir mal herstellen. Besser als nix. Danke. Weißt du, was ich mal ausprobieren will? Ob man einen Baum verbrennen kann. Glaube ich nicht. Aber wäre logisch, wenn man es könnte, ne? Eigentlich ja. Vielleicht einer, der nicht zu viel Kontakt hat zu anderen Bäumen. Ja, sonst nicht alles hier. Lichterloh. Vielleicht der hier. Ja. Zack. So. Baum, brenne. Ah, ich glaube aber nicht, ne? Ja. Brennt nicht. Mach nix, dann ist es eine Laterne jetzt. Laterne, Laterne. Night Pixie. Klingt auch wie eine Metalband. Night Pixie. So. So, die Crafting-Station müssen wir dann ja eigentlich auch wieder mitnehmen, ne? Die kannst du wieder einpacken. Oh, Entschuldigung. Ich baue mir nur ganz schnell noch ein paar extra Fackeln. Ich sehe gerade... Wir könnten ja auch so mal richtige Lichtgeschichten bauen, ne? Naja, okay. Was meinst das du denn? Machen wir dann mit richtig? Diese Lampen da und ja, so? Ja, so Lampen, genau. Mhm. Das nehme ich mir mal einfach für die nächste Folge vor. So. Ja, bei dem alten Schloss, glaube ich. Genau. Welche Richtung? Ja, gute Frage. Oh, ich bin im Fluss. Ich gehe mal einfach den Fluss lang. Lalalala. Mal gucken, wo uns das Fluss hinbringt, ne? Also, keine Ahnung. Oh, hier ist eine Höhle im Wasser. Wollen wir da mal rein? Eine Höhle im Wasser. Ja, komm mal zurück. Zurückgeschwommen. Oh, und dann hier unten. So. Wir hoffen, dass wir irgendwo Luft kriegen wieder. Ah ja, hier haben wir Luft. Cool. Was heißt Ue? Nee, cool hier. Geht's irgendwie nicht durch, oder was? Kann es sein, dass das ein unterirdischer Fluss ist, irgendwie? Nein. Zumindest haben wir hier... Das ist wirklich so eine Art unterirdischer Fluss, ne? Ja.
dass ich ein paar Fackeln zusätzlich gemacht habe. Ja, ich habe nämlich auch nur noch zwei, sehe ich gerade. Gut, dass du noch welche gemacht hast. Minjung. Joa. Also ich leuchte das mal hier so ein bisschen mehr aus, einfach nur damit wir so einen kleinen Überblick haben. Magnetite. Das habe ich schon in irgendeinem Rezept gesehen. Auch, ich weiß aber gerade nicht mehr welches. Das sieht ja richtig geil aus. Voll viele verschiedene Steinsorten. Echt genial hier. Voll lustig. Aber hier ist dann noch Schluss. Oder nee, hier geht's noch weiter. Oh, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist Siltstone. Das ist rot. Da in der Ecke. Da brauchen wir so einen Obsidian-Handschuh, glaube ich, ne? Wahrscheinlich. Coole Höhle. Sehr coole Höhle. Das ist definitiv eine coole Höhle, ja. Ich höre hier ein Schwein grunzen. Na gut, aber ich schaue auch gerade auf die Zeit, Tito. Ich würde mal sagen, das ist ein super Punkt für einen Cut. Und dann würde ich mal sagen, wir bedanken uns mal fürs Zugucken. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Mal gucken, ob wir dann hier einen Ausweg aus der Höhle buddeln oder ob wir was anderes machen. Okay, also von mir aus, bis bald. Bis bald.